Großalarm für die Feuerwehr. Im Ölhafen Lobau brennt ein Tankschiff. Die Flammen greifen auf das Tanklager über. So lautete die Aufgabenstellung heute Morgen für eine gemeinsame Katastrophenübung der Feuerwehren von Wien und Bratislava. Wir waren für Sie mit der Kamera dabei. Erste Löschversuche durch die Betriebsfeuerwehr im Tanklager Lobau. Neun Uhr, Alarmierung der Wiener Berufsfeuerwehr. Löschhilfe ansuchen an die Kollegen in Bratislava. 20 Minuten später, Alarmstufe 4, Großeinsatz. Die Schaumkanonen gegen das brennende Öl bewirken das Bild einer Winterlandschaft. Der Spezialschaum ist biologisch abbaubar. Verstanden, wird durchgeführt. Insgesamt sind 120 Mann und 30 Fahrzeuge bei dieser Übung im Einsatz. Eine Ölsperre wird errichtet. Neun Uhr 45, Brand aus, Übung erfolgreich, man ist für den Ernstfall gerüstet.